Hallo meine Süßen, heute ist Tag 1 und mein Frühstück fiel ein bisschen spärlich aus. Deswegen habe ich euch mal einfach das Mittagessen gezeigt. Oder zeige es euch jetzt. Das sind Kohlrabi in Würfel geschnitten, also quasi wie Bratkartoffeln, nur in Würfel halt. Und aus Kohlrabi mit ein paar Lauchzwiebeln drin. Hier habe ich Hering in Sahnesoße. Und das ist so ein bisschen, ja. Salat, den ich mir zurechtgeschnibbelt habe mit Gurken, Eiern, Tomaten, Würstchen und ein bisschen Käse drin. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie viele Kohlenhydrate, wie viel Gramm Kohlenhydrate das hat, aber das ist mir egal. Es ist sehr gesund und darauf kommt es mir an. Und das ist gut für meine Muskeln. Bis dann! So, zum Abendbrot mache ich mir das jetzt mit der roten Grütze von Natren. Ich finde die Werte total gut. Das Tolle daran ist, das schmeckt total super nach Vanille. Ist sehr cremig wie so eine Mousse und es braucht noch vier, nee, gar nicht. Es braucht nur 20 Minuten im Kühlschrank, bis es dann wirklich fest ist. Und hier habt ihr einmal die Werte. Also pro Portion 5,1 Gramm Kohlenhydrate kann man sich mal leisten. Guten Morgen, meine Süßen. Heute gibt es für mich das Standardprogramm an Frühstück. Also die Erdbeeren jetzt ausgenommen. Also ich habe einmal Chiasamen da drin, also als Gel. Dann habe ich anderthalb gehäufte Esslöffel gemahlene Haselnüsse. Knapp anderthalb Esslöffel Kokosraspeln. Ein Löffel rote Grütze von Natren bzw. Low Carb Marmelade. Dann habe ich da noch einen gehäuften Esslöffel Eiweiß, Pulver und Vanille drin. Zwei bis drei Teelöffel Joghurt, Esslöffel Joghurt und ein bisschen Milch. Und das gibt's jetzt bei mir. Guten! So, ihr Süßen, heute ist Tag Nummer 2 fürs Mittagessen. Hier gibt es wieder diesen Snacksalat, den ich von gestern hatte. Und da habe ich aber noch ein paar Erdnüsse reingetan, um das so ein bisschen aufzupeppen, weil es ja wirklich schon jetzt einen Tag stand. Dann gibt es noch ein paar, zwei Rollmöpse oder hier Hering in Sahnesoße und zwei Filinchen mit Teewurst. Und natürlich gibt es dazu noch einen Tee. Und zwar den da in meiner Weihnachtstasse. Macht's gut und guten Hunger oder schönen Inspirationen oder guten Appetit, was weiß ich. Hallo meine Süßen, ich mache mir hier gerade mein Chiasamengel in einer relativ flachen Tupper, Schleichwerbung, Verpackung. Die Chiasamen habe ich von Amazon. Das sind diese Samen hier. Davon habe ich mir zwei bestellt und haben, glaube ich, 10 Euro gekostet, ohne Versand. Zu dem Gel habe ich jetzt noch ein bisschen Zimt gegeben. Gibt es übrigens ganz günstig für 1,25 bei Teddy, habe ich gesehen. Und die Mengeneinheiten sind folgende. Und zwar, ihr nehmt ein Drittel von so einer oder von einer Tasse. Und also ein Drittel von den Chiasamen da reinfüllen. Und dann gebt ihr die natürlich hier rein. Und dann zwei Tassen, damit die auch ordentlich aufquellen können, von ja, Milch, Wasser. Ja, ihr könnt auch Mandelmilch, Sojamilch, all das nehmen, was ihr möchtet. Und ganz wichtig ist es einfach, die zwischendurch mal umzurühren. Also am besten, ihr macht das irgendwie an einem Tag morgens oder so. Und wenn ihr dann wieder kommt, am Nachmittag oder abends, dass sie die noch einmal umrührt. Die brauchen ungefähr 8 Stunden, 8 bis 10 Stunden im Kühlschrank. Ich lasse die aber immer auf jeden Fall ein bisschen länger drin. Also 12 Stunden sind es bei mir locker. Und ja, dann ziehen die halt richtig gut durch. Und ja, genau. Ich zeige euch gerne das Endergebnis morgen früh, weil ich mir damit dann auch mein Frühstück mache. Guten Abend, meine Süßen. Frühstück und Mittagessen habe ich nicht mitgefilmt, weil ich bei meiner Mutter war und daher die Kamera nicht mitschleppen wollte. Ich finde, das macht so die Stimmung ein bisschen kaputt. Und gut, es gab eigentlich das Gleiche, was ich euch morgen zeigen werde.
Nur das Mittagessen war ein Hähnchen und ein bisschen Rosenkohl. Nun zum Abendbrot. Ich habe mich unmöglich benommen und habe unglaublich viele Kekse gegessen. Daher die Strafe für heute Abend. Viel Sport. Das ist keine Strafe, natürlich nicht. Eine Gemüsebrühe, und zwar ist das die hier von Maggi Natur pur Gemüsebrühe. Das finde ich ganz toll. Und zwar, was steht denn hier? Genau, hier steht's. Ohne Zusatzstoff, Geschmacksverstärker. Und ja, ist mir halt ganz wichtig, weil muss nicht sein. Und ja, die Gemüsebrühe und noch ein bisschen hier an Erdnusskernen, die ich jetzt nachher beim Bachelor knabbern werde. Und wahrscheinlich noch ein, zwei Tassen Tee. Und dann ist auch gut für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ich hoffe, euch gefällt, dass ich euch immer so ein bisschen mitnehme in meine Küche. Guten Morgen. So, das sind meine Chiasamen, die ihr hier so ein bisschen erkennen könnt. Mit Kokosflockenjoghurt, zwei Esslöffel Eiweißpulver, Milch und ein bisschen rote Grütze von Natren. Mehr gibt's heute nicht. Beziehungsweise ich habe noch zwei Cookies gegessen, damit die endlich leer sind und ich mich endlich mal wieder auf meine Low-Carb-Ernährung konzentrieren kann, weil es war nicht mehr normal. Ich habe so viel gegessen und jetzt soll es wieder normal werden. Die habe ich jetzt vernichtet, damit nichts mehr im Haushalt ist, was ich an ungesundem Zeug essen kann. Guten Morgen und bis bald. So, das ist mein Mittagessen. Es gibt einen abgepackten Salat von Inkorb, so heißt das bei uns, und zwei Filinchen mit Teewurst. American Dressing und Tomaten und Hackbällchen sind da drin. Möhren, Gurken, Eisbergsalat. Yes. Das ist es mittags bei mir. Am Abend koche ich mit einer Freundin. Da gibt es noch was ganz Spannendes für euch. Und ja, diese Pasta-Teller, die gibt's oder gab es mal bei Butlers. Habe ich zum Geburtstag bekommen. So, jetzt sind wir beim Abendessen. Wie gesagt, ich habe mit einer Freundin gekocht, die sitzt da hinten und kramt. Und wir haben Pizzaschnitzel gemacht, so haben wir die jetzt getauft. Also es sind Schweineminutensteaks mit Pesto drauf, mit Zwiebeln, Salz, Pfeffer und Käse überbacken. Und dazu gibt es einen Eisbergsalat. Guten Appetit. So, da sind wir wieder. Heute gibt es zwei Eier. Gekocht, mit Fleischsalat drauf, ein paar Tomätchen, ein Paradieschen, habt ihr es gemerkt? Wortwitz. Und noch so, also diese Würstchen nennen sich Tiroler Alpenstangerl. So, meine österreichischen Fans und bayerische Fans, fühlt euch nicht angegriffen, aber ich mag den Akzent so gerne. Die gibt es momentan bei Aldi. Und kosten 1,99. Da sind vier Stück drin und ich fand die ganz cool so als Variante. Heute gibt es nicht so viel, weil es heute Abend Brokkoli-Cremesuppe mit dem Pizzaschnitzel nochmal gibt, was es gestern gab. Und deswegen bleibt es dabei. Aber schön Low Carb. Hallo ihr Süßen. Hier ist noch ein bisschen Chaos. Und zwar habe ich mir eine Champignon-Zucchini-Pfanne gemacht. Habe dafür den Mehlrahmen Paprikaquark und Pesto noch mit in die Pfanne gegeben, Zwiebeln angedünstet und erst die Champignons und dann die Zucchini reingepackt, gesalzen, mit ein bisschen Brühe abgeschmeckt und so sieht das dann letztendlich aus. Für mich gibt es dazu nichts mehr, weil es sich irgendwie, ja, ich bin momentan so ein bisschen auf Gemüse und ja, doch, also ich brösel mir da noch ein bisschen hier Feta-Käse rein, der hier so ein bisschen rumquaddelt. Und das war's eigentlich auch. Wer Lust hat, kann dazu noch ein bisschen Knoblauch servieren. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich nachher noch Besuch von zwei Mädels kriege. Und ja. Ich hoffe, das war wieder eine kleine Inspiration. Macht's gut und lasst es euch schmecken, wenn ihr es nachkocht. Guten Morgen, ihr Süßen. Heute ist Sonntag und das ist mein nach dem Workout-Brunch. Es ist irgendwie halb zwölf und ich habe jetzt knapp anderthalb Stunden Sport gemacht, da war ich duschen und jetzt gibt es zwei Spiegeleier mit der Zucchini Champignon-Pfanne von gestern mit ein bisschen Schafskäse drin. Also Proteine und Eiweiße, what's up? Ich hoffe, dass ihr das genauso lecker findet wie ich. Asche auf mein Haupt, ich hatte noch Bock auf ein Dessert und habe jetzt Joghurt, Zucker, Eiweißpulver, Schokodrops aus Zucker oder von Zucker
und Heidelbeeren gemischt. Und damit schmeiße ich mich jetzt aufs Bett und danach geht es noch eine Runde raus. Ich weiß nicht, das könnt ihr eigentlich gar nicht so richtig sehen, was da so drin ist. Aber egal. Oder? Zum Mittag haben wir heute drei Filetchen mit Erdnussbutter und Marmelade, Erdnussbutter und Xylit-Nougat-Creme und Edamame mit Jagdwurst. Das ist eine Light-Marmelade, die hat zwar ein bisschen mehr, aber ein bisschen was zum Verbrennen braucht man immer ein bisschen. Hallo. Es ist wieder die Woche, in der ich arbeiten muss. Das heißt, ihr bekommt nicht so viel mit, aber trotzdem versuche ich so viel wie möglich zu filmen. Mit PF, filmen. Das ist die Zucchini-Champignon-Pfanne, die ich euch schon letztens gezeigt habe. Allerdings habe ich da noch einen Rest vom Streugouda hinzugegeben, sozusagen als Sättigungsbeilage. Ja, packe ich morgen in die Mikrowelle und dann man zieht das so schön Fäden in der Arbeit und freue ich mich jetzt schon drauf. Und gleich zeige ich euch noch mein Abendbrot, weil das ist ja mein Mittagessen für morgen. Moinsen, ihr Süßen. So. Wie versprochen habe ich euch jetzt hier nochmal mein Abendbrot gefilmt. Und zwar gibt es eine halbe Avocado, aufgeteilt auf zwei Filinchen mit Salz und Pfeffer und ein Filinchen mit Pesto und Käse und dazu ein Low Carb Bounty. Den Link bzw. den Blog, wo ihr diese ganzen unglaublich geilen Rezepte, wie zum Beispiel dieses Low Carb Bounty findet, poste ich euch natürlich in die Infobox und wenn ich es vergesse, bitte macht mich darauf aufmerksam. Das wird jetzt mein Abendbrot und ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf, weil guckt euch diese heftigen Farben an, da kann es nur gesund sein. Tschö! Guten Morgen, ihr Süßen. Für mich gibt es heute zwei Eiweißbrote mit Avocado, ein Low Carb Bounty dazu und zum Snacken gibt es hier Ei, Gurke, Tomate und Käse. Und ja, zwischendurch gibt es mal ein Latte Macchiato und sonst zwei Kann Tee. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Tschüss!